Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Bundesbahnprojektes in EEP. Ich werde jetzt mal den letzten Mal kurz was verändern. Und zwar habe ich mir eine andere EEP-Anlage mal angeschaut. Und bezüglich der Gestaltung von Landschaften und auch im Hinblick auf die Setzung von den Weichenantrieben. Und ich bin auch jetzt auf eine Idee gekommen, wie man das Gelände hinter mir, also das Gelände hier, nutzen kann. Okay, ich glaube, hier stimmt was nicht. Ach komm, wenn du hier rumzickst, brauche ich ja eigentlich eh nicht. Das war eigentlich nur mal so kurzer Spaß gegen Ende der letzten Folge. Ich werde hier nämlich einen Wasserturm hinbauen und ja, das Gelände hier ein bisschen verwildert aussehen lassen. Und das werde ich ganz einfach machen. Ich nehme mir einfach jetzt eine Grundtextur. Rot 200, Grün 200 und Blau 200. Das ist eigentlich auch die Farbeinstellungen für die Schottertextur hier, die ich verwendet habe. Damit kriegt man eigentlich genau den idealen Farbton dann für den Gleisschotter und hier auch für die Grastexturen. So, das war die erste Grastextur. Die nächste ist ein bisschen heller. Manchmal sehen die auch im Vorschaubild so hell aus und dann versucht man die halt ein bisschen ja durch Abändern der Farbwerte ein bisschen dunkler zu bekommen. Ich glaube, hier muss ich dann eine Watttextur drüber jagen. Watt 2, dann möchte ich dem Farbspiel Spektrum hier unten diesen Farbton. Und ich sehe das halbwegs nach einer Wiese dann aus. Auch wenn es eventuell ein bisschen seltsam im ersten Moment aussieht. So, das war der erste Streich. Zweite folgt zugleich. Ach, hier liegt so ein Steuerkreis noch rum. Egal. Nämlich Landschaftselemente, Drehung brauche ich nicht einstellen. Das mache ich jetzt über das Block-Tool. Den Bereich hier dann werde ich dann wieder entfernen. Minimalabstand lasse ich erstmal unverändert. So, Gras. Wir können mal die Gräser hier einsetzen. Ich mach's mal probehalber mit den Gräsern hier. Nehme ich mal den Wert hier auf 0. Ja, gleich ist Speichern dran. Wenn es mir nicht gefällt, öffne ich den letzten Speicherzustand und
werde mir es dann noch mal, wo ich entferne das einfach wieder. Ganz ehrlich, auf die Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Meine Antwort, das kann weg. Das war mehr oder weniger ein Schuss in den Ofen. Also mache ich das wieder nach dem altbewährten Prinzip. Zumal mir sowieso den Bereich aussparen wird, weil das halt für den, es ist nicht für EPS so erkenntlich, dass es halt unter dem Boden ist. Oder halt fürs Blocktool ist das nicht erkenntlich. Und daher werden dort auch die Objekte dann ausgespart. Das ist halt so eine eigene Art von Blocktool, da möchte ich aber auch nicht dran rumfuhrwerken. Da ich nicht mal weiß, wo ich die entsprechende Einstellung finden kann. Sondern damit diese Lücke hier drin verschwindet. Als wäre da niemals was gewesen. So sieht es jetzt erstmal aus. Und jetzt verteile ich noch wahllos, sofern ich es finde. Wohlgemerkt, sofern ich es finde. Hier ist es. Noch den einen oder anderen abgebrochenen Stamm. So ein paar gesunde Bäume können natürlich auch noch hier hin. So, als wäre das hier mal irgendwann mal ein verwildertes Gebiet geworden. So, mit dem Wasserturm, den du wolltest, kann ungefähr hier in die Biegung rein. Wassertürme sind in EP und mitunter Bahnhöfe, in der Hoffnung, dass ich jetzt auch gleich den richtigen finde. Straßenbahndepot. Ein Wasserkran, das ist der Standard-EEP-Wasserkran. Das sind mitgelieferte von Anlagen bzw. von Plugins. Das nehme ich den. Der ist von der Anlage Knuffingen. Das ist Standard. Der wäre mir zu modern. Könnte unter Umständen auch zu groß sein. Kann ja immer so sein gewesen sein, dass hier mal ein Dampflokbahnbetriebswerk gab. Das hat nicht mehr existiert. Ja, größenmäßig nehmen die sich nichts. Also kaum was. Und der hat halt noch den Brunnen, den man daneben bauen kann. Und versuche ich mal hier so ein
parallel zur Straße zu platzieren. So. Mit dem Wasserturm ist alles in Ordnung, ne? Also steht dort bombenfest. Wird schon nichts passieren. So, dann werde ich das hier nochmal kurz zwischenspeichern und hoffen, dass jetzt nicht mein Bildschirm aufklappt und die Faust rauskommt. So. Und jetzt mal so vom Boden aus betrachtet, sieht das eigentlich doch ganz gut gelungen aus mit den Gräsern und den Bäumen, die hier platziert sind. Eventuell hätte ich vielleicht ein paar mehr Bäume nehmen können. Ich hätte auch noch ein paar Büsche hinsetzen können. Das kann ich ja noch alles in der nächsten Zeit mal machen. Aber so erstmal für den Anfang habe ich jetzt erstmal hier eine Grundlage geschaffen. Das wird sich jetzt dann auch hier so über die Anlage dann noch weiterziehen. Halt, dass hier eine Grasfläche entsteht. Hier, das werde ich noch ein bisschen einschottern. Jetzt einen Schotterboden hin machen. Und ach du Heimatland. Ein Erzbomber. Ist klar. Oder der 1000 Tonnen schwere 1000 Füßler. Aber das ist Durchgangsverkehr, ne? Ja, das ist ein Durchgangsgüterzug. Also der hält hier nicht an. Doppeltraktion mit 151. Wo ich glaube, wenn ich den mit ins Bild mit reinbekomme, habe ich eigentlich noch ein viel besseres Thumbnail. So, hier so ein bisschen Zaun drüber fotografiert. So, dass ich den hier mit ins Bild bekomme. Diesen 1000-Füßler. Der sich hier so seinen Weg bahnt. Eigentlich müsste ich den doppelt ausführen. Sozusagen, dass der einmal in die eine Richtung beladen fährt und wenn er in die andere Richtung fährt, entladen. Das hieße aber, ich müsste die Steuerung austricksen. Das könnte etwas schwieriger werden. Ich müsste den dann nämlich schon, also die weichen Kontaktpunkte müsste ich dann so umbauen, dass wenn der jetzt beladen ist und jetzt sagen wir mal in die Richtung fährt, dass er dann halt hier nicht hält, sondern zum Beispiel jetzt hier auf dem Gleis würde dann der leere Zug stehen und dann der hier rausfährt, genauso wie wenn der Schattenbahnhof voll wäre, dass der rausfährt und am anderen Schattenbahnhof dann wieder rauskommt. Das wäre dann für den leeren Gegenzug, wäre das dann das gleiche, nur halt umgekehrt. Dass der dann halt beim anderen Schattenbahnhof dann in den Schattenbahnhof dann hier reingesetzt wird. Mal sehen, eventuell kann ich das ja auch mal umsetzen. Und dafür müsste ich halt noch wieder haufenweise neuer Kontaktpunkte setzen. Und ob sich das für zwei Züge lohnt, das ist fraglich. So. Aber jetzt ist das mal genug für heute. Ja, und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge des Bundesbahnprojektes in EEP.